Wolltet ihr schon immer 100 Citybolt Case öffnen? Dann ist dieses Video perfekt für euch, denn ich habe 100 Case bei mir. Wir werden auch am Ende gucken, ob wir Profit von diesem Case gemacht haben, ob wir es gut gemacht haben. Und wie ihr da seht, sind da 100 Case. Und wir öffnen die erste Kiste. Was bekommen wir? Die erste Kiste und schon 1000 Dollar. Ist sehr, sehr gut. Und wie ihr das seht, habe ich noch 99 Case. Ich werde jetzt so weitermachen in Fast Motion oder wie man das sagt, ich kann nicht raus. Ich werde immer so weitergehen auf, keine Ahnung, dreimal Geschwindigkeit, wie ihr es wollt. Also ich mache jetzt einfach schneller. Viel Spaß bei diesem wunderbaren Citybolt Case Video. Ich habe schon das erste seltene Item gefunden. Ich glaube, das ist sogar 10k wert. Ich sehe jetzt schon, dass nicht sehr selten ist. Ich glaube, das Item ist sehr teuer. Ich weiß nicht, ob das so selten ist, aber es kann auf jeden Fall, auf dem Spawn nicht, aber ich weiß, es ist sehr, sehr teuer und es hat coole Effekte. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Oh Mann, das ist eine Qual, das alles zu öffnen. Ich spreche das gerade in Capcode nach und ich denke mir nur so, oh Gott, es buggt. Was soll ich nur tun mit diesem Video? Ich wollte eigentlich gar nicht hochladen, aber ich dachte, oh, vielleicht lasse ich es doch hoch. Für eine gute Videoidee einfach. Gutes Video eigentlich. Habe ich ja nicht umsonst gekauft, die Case. Deswegen habe ich extra dieses Video gemacht. Bearbeite ich. Ich vergrabe mich jetzt. Ciao, ciao. Okay, wir sind angekommen bei der Hälfte, bei 50 übrigen Case. Ich habe sehr viele seltene Items und auch 50 Case übrig. Sehr viel eigentlich noch, aber schon die Hälfte weg in ein paar Minuten. Geht schnell. Ich habe zwar keine 100 Citybolt Case, aber 100 Volt Case sind sehr, sehr teuer. Ich habe sie auch abgekauft von jemandem, in dessen Namen ich nicht weiß, ob ich erwähnen sollte. Auf jeden Fall sind hier die 50 Volt Case und sehr, sehr viel cooles Loot. Das ist echt bezaubernd einfach. Der Chat, wenn ihr euch fragt, ist auch voll mit den Nachrichten. Ja, richtig. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Hälfte der Case. Viel Spaß. Und was bekommen? Okay. Ich glaube, ich habe zu viel Case geöffnet. So, wir sind wieder in Minecraft angekommen. Ich habe noch 5 Case. Ich würde sagen, wir fangen an.
sieh dir, was ich in der Hand halte. Das ist der letzte Key, den ich habe. Viele denken von euch, der ist nicht so besonders, nur ein Key. Für mich ist der aber besonders. Das ist der letzte. Der sieht so bezaubernd aus. Ich würde sagen, wir öffnen mit Anlauf. 3, 2, 1, los geht es. Jetzt. Bam. Und Bats. Bitte, bitte. Was Gutes? Und ich hoffe, ihr habt gelernt, dass Casinos nicht gut sind für Kinder. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, wie viel ist der Wert von diesen allen Items, die du hast? Wir fangen ganz oben an mit Swifting Template. Ein Stück wird ungefähr pro 10 oder 11k verkauft, insgesamt 66k. Bedrock 1k, Nametag $400, Anvil $100, beide Holzstücke $100, Brot $100. Erfahrungsfläschchen, ich glaube $1000 für den ganzen Stack. Holz wieder $100, dann Eisen $400. Emeralds $1000, glaube ich, ungefähr. Meine Schätzung. Sorry. Kirschbaum wieder $100, ist nichts Besonderes. Dann Fleisch $100, ist nichts Besonderes. Aber danach Tunnelbohrer. 20k würde ich pro Stück schätzen. 20k bestimmt. Vielleicht auch mehr, aber jetzt schätze ich 20k. $100 für Dark Oak Log natürlich. Iron, keine Ahnung, $100 für sowas. Das $100 auch. Das, keine Ahnung, $1 zähle ich nicht mit. $100 plus 20k wieder. Natürlich für den Tunnelbohrer. Ich habe zwei von denen. Diamonds, 1000. Keine Ahnung. Danach Bottle, das sind 24, 400. Light, ein Stück, 1000. Acht Stück, 8000. Fleisch wieder $100, aber Schulker Shell, das sind drei Schulker. Pro Stück 9.000, insgesamt 27.000. Eigentlich gut. Apfel $100 und einfach das Ende auch $100. Nichts Besonderes. Ihr könnt euch jetzt fragen, wie viel kostet alles insgesamt, Teil LP? Wieso hast du es uns nicht gesagt? Wir werden dich jetzt hassen für dein Leben. Du blöder, blöder Mensch, dass du es uns nicht gesagt hast. Aber ich sag's euch jetzt. Es sind ganze 147.500 Dollar. Vielen Dank an Tomty für die Verkaufung der Case. Also Dankeschön für die Ermöglichung dieses Videos. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Abonniert doch gerne diesen super duper Kanal. Ciao, ciao. Viel Spaß mit den nächsten Videos. Bis dann.